Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute mit Frau Ulrike Stockmann. Herzlich willkommen, Frau Stockmann, danke, dass Sie für das Interview zur Verfügung stehen. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Frau Stockmann, wir haben uns kennengelernt, in Stuttgart war das, in einem Außenbezirk von Stuttgart. Da haben wir bei Fair Talk mitgemacht. Da ist der Moderator Jens Lehrich, Grüße gehen raus, ganz, ganz toller Mensch, und hatten damals ein sehr spannendes Gespräch, da waren andere Leute noch mit dabei, das können wir auch gerne mal verlinken, dieses Video, das hat ja damals auch weit über 100.000 Klicks generiert, und ja, jetzt finden wir heute wieder zusammen und wir wollen über ein paar kontroverse Themen sprechen, weiter hoch im Norden, wo Sie herkommen, in Berlin, ich bin ja aus Stuttgart hier, ganz im Süden unten. Wo die Welt noch, die Welt nicht, aber wo Dinge eben noch im kleineren Rahmen ablaufen, ja, nicht so groß sind, so großstädtisch. Fangen wir mal direkt an, starten wir durch. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor, Frau Stockmann. Sie haben Kulturwissenschaften, vergleichende Literatur und Kunstwissenschaften studiert, leben in Berlin und arbeiten dort als freie Autorin und Redakteurin für die Achse des Guten. Sie haben in der Vergangenheit auch schon für die Jüdische Rundschau geschrieben. Da habe ich schon gleich mal meine erste Frage. Berlin ist ja nicht nur Deutschlands Hauptstadt, sondern inzwischen auch Deutschlands Kriminalitätshauptstadt. Der letzten Kriminalitätsstatistik ist zu entnehmen, dass vor allem die Messerattacken, Raub, Gewalt und Sexualdelikte teils stark zugenommen haben. Wie gehen Sie als Frau mit dieser Situation um? Meiden Sie zum Beispiel bestimmte Gegenden des öffentlichen Nahverkehrs? Versuchen Sie einfach wieder zu Hause oder früher zu Hause zu sein, solange es noch hell ist beispielsweise? Fühlen Sie sich dort überall sicher? Nein, also ich fühle mich nicht überall in Berlin sicher. Ich muss sagen, grundsätzlich bin ich nicht so ein ängstlicher Mensch, was das anbelangt, also was es jetzt anbelangt, als Frau nachts allein unterwegs zu sein, aber ich achte schon darauf, wo ich unterwegs bin. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, dass es noch einige Innenstadtbezirke gibt, durch die man sicher laufen kann, nachts, auch allein als Frau. Aber es gibt eben Bezirke, da würde ich nachts auf keinen Fall allein unterwegs sein wollen. Natürlich Neukölln beispielsweise oder Wedding, das sind so Gegenden, das würde ich auch nicht empfehlen. Vor allem, wenn man sich unsicher fühlt, sich dort alleine zu bewegen. Und ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass sich mein Sicherheitsgefühl in den letzten Jahren verschlechtert hat. Ich weiß es auch von anderen Frauen. Und Gott sei Dank ist mir noch nie etwas passiert, toi, toi, toi. Aber es muss ja gar nicht sein, dass man jetzt wirklich Gewalt erlebt oder in eine wirklich bedrohliche Situation gerät. Es ist ja schon unangenehm, in der U-Bahn zu sitzen und das Gefühl zu haben, man ist von Schwerverbrechern umgeben, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Oder was eben hier in Berlin auch wirklich verstärkt zunimmt, ist die Obdachlosigkeit. Und das tut mir natürlich einerseits für die Betroffenen leid. Das ist auch sehr traurig zu sehen. Aber andererseits entwertet das natürlich die Ausstrahlung öffentlicher Orte. Und das hat einfach, das kreiert eine ganz unangenehme Atmosphäre, weil es auch wirklich anfängt, dass man immer mehr Obdachlose in Wohngebieten sieht. Und das wäre bis vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Also ich erinnere mich an meine Kindheit in den 90ern, da gab es Obdachlose in Berlin am Zoo und am Alex. Und sonst gab es nirgendwo Obdachlose. Und das hat sich jetzt total gewandelt. Und das wirft natürlich auch einen Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung, die dafür sorgt, dass einfach die wirtschaftliche Situation vieler Menschen immer schlechter wird. Die Obdachlosen kommen natürlich, das muss man auch sagen, zu einem guten Teil aus Osteuropa oder aus anderen Regionen, sind also zugewandert. Und es gibt aber natürlich auch deutsche Obdachlose, also auch unter den Deutschen leben die Obdachlosen zu. Und was mir wirklich ganz stark seit Corona auffällt, sind junge, verwirrte Drogensüchtige. Also das haben ja auch andere Leute bestätigt. Man sieht hier in Berlin immer mehr Leute, so um die 20, in ihren 20ern, die rumlaufen, mit sich selbst reden, irgendwie verwirrt sind scheinbar. Also ich vermute dann immer, dass es wahrscheinlich auch was mit Drogenkonsum zu tun hat. Und die meisten davon wirken auch so, als ob sie vor gar nicht allzu langer Zeit noch respektable Mitglieder der Gesellschaft waren. Also wo man auch wirklich einen Verfall sieht oder wo man sich denken kann, ah, das ist jemand, der hat jetzt irgendwas
dem sind die Entwicklungen der letzten Jahre nicht bekommen auf irgendeine Art und Weise. Ja, wenn ich das mal reflektieren darf, Frau Stockmann, ich kenne einige Stuttgarter, wir sind ja auch emigriert nach Berlin. Da gab es eine Zeit, wo die ganzen Stuttgarter hochgekommen sind. Die Häuslebauern haben den Berlinern, so wurde das empfunden, die Wohnungen weggekauft. Und wenn ich mit denen spreche, da sind ein paar sind wieder zurückgekommen, aber viele leben auch immer noch dort. Und die, die zurückgekommen sind, haben ja eigentlich alle immer die gleichen Gründe genannt. Und die sagten, das ist deswegen gewesen, weil die Energie so negativ war. Nicht unbedingt, dass die Stimmung schlecht war, sondern es ist so viel Party und so ausufernde, wie soll ich das richtig sagen? Das ist so viel ausufernde Energie gewesen, gepaart mit Drogenkonsum, der dort sehr, sehr leichten Zugang findet. Also man, denken wir nur an das Berghain, wahrscheinlich die bekannteste Diskothek des Planeten oder Elektro-Club, Techno, wie auch immer man es nennen möchte, die am Freitag aufmacht und am Montagmittag wieder zu. Das muss man sich ja alleine mal auf der Zunge zergehen lassen, was sich da wohl die Zulassungsbehörde gedacht haben muss, was wohl passiert, wenn Menschen 70 Stunden lang auf den Beinen sind und welche Substanzen die konsumieren müssen, um sich auf den Beinen halten zu können. Also das Ganze ist ja schon irgendwie schon immer so ein bisschen Sodom und Gomorra hatten wir schon immer in Berlin gehabt. Also ich muss sagen, ich habe jetzt absolut nichts gegen die Partyszene, und zwar gegen die wirkliche Partyszene, nicht die Eventszene, wie es in den Medien hieß, sondern also feiern ist was Tolles und Spaß haben ist auch ganz wichtig. Aber ja, natürlich zieht eine Feierkultur, die darauf beruht, dass man 3 Nächte am Stück durchmacht, sage ich jetzt mal, auf einem bestimmten Drogenkonsum und zieht natürlich ein bestimmtes Klientel an. Und das wurde mir letztens auch erst wieder berichtet, dass es wohl tatsächlich so sein soll, dass Berlin durch sein Energiefeld, um es ein bisschen esoterisch auszudrücken, auch wirklich eher geistig Verwirrte anzieht. Also das soll wohl so sein. Und ich kann es mir vorstellen, weil es wirklich zugenommen hat. Ich will der Vollständigkeit halber aber auch nochmal sagen, um Ross und Reiter zu benennen, natürlich hat die Verschlechterung des Sicherheitsempfindens auch was mit der Migration aus dem Orient zu tun. Ganz klar. Also das muss man sagen, das ist ein entscheidender Faktor oder aus muslimisch geprägten Ländern, wie man das jetzt formulieren will. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Sprechen wir gerne auch später nochmal darüber. Ich denke, das ist auch nichts mehr, wo man irgendwie zusammenzucken muss, wenn man das ausspricht, weil das ist jetzt auch so langsam im Mainstream angekommen, dass das nicht mehr irgendwie verneint wird. Sprechen wir mal ein leicht anderes Thema an, das ich auch für sehr skurril halte. Und zwar durch das Selbstbestimmungsgesetz werden in Zukunft wohl die ein oder anderen skurrilen Situationen entstehen, wie zum Beispiel in New Jersey, also in den USA, wo eine Transfrau, also ein biologischer Mann, der sich als Frau empfindet, wegen Totschlags in einem Gefängnis einsaß, dann in ein Frauengefängnis verlegt wurde und dort zwei Mitgefangene geschwängert hat. Eine ebenfalls interessante Schlagzeile lautete sinngemäß, Zitat, sie hat sie mit ihrem Penis vergewaltigt. Die angeklagte Transfrau wurde erst wenige Wochen vorher wegen Kindesmissbrauch aus der Haft entlassen. Angenommen, sie wären in einem Schwimmbad oder einer Therme, das gibt es bestimmt auch bei Ihnen im Umland von Berlin, und in der Frauenumkleide würde Ihnen plötzlich eine Dame mit Vollbart und behaartem Oberkörper gegenüberstehen, was ja in Anbetracht des Antidiskriminierungsgesetzes nicht unwahrscheinlich ist. Was würde das mit Ihnen machen? Also ich wäre natürlich sehr überrascht. Ich wäre natürlich auch ja, verdattert, dass ein offensichtlicher biologischer Mann mit allem, was dazugehört, sich in der Damenumkleide aufhält. Von hier aus würde ich sagen, dass ich die Person wahrscheinlich ansprechen würde und fragen würde, was er in der Frauenumkleide macht. Ob ich dann tatsächlich so geistesgegenwärtig wäre, kann ich natürlich nicht sagen. Das sagt sich ja immer leicht, wenn man nicht konfrontiert ist, aber doch, also ich, oder besser gesagt, ich glaube, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, dass das jetzt jemand ist, der sich als Frau identifiziert. Ich glaube, ich würde denken, der ist entweder in die falsche Tür reingelaufen oder es ist ein Spanner oder sonst was. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich gar nicht an die Identitätspolitik denken, sondern ich würde denken, das ist jemand, der hier einfach Frauen anglotzen will. Was ja auch irgendwie das, also ich glaube, egal ob Männlein oder Weiblein, das sind ja so die ersten natürlichen Gedanken. Man denkt ja nicht
bei der Sprache wahrscheinlich auch nicht direkt ans Gendern. So denkt man auch nicht ans Antidiskriminierungsgesetz, sondern man denkt sich einfach nur, was ist hier eigentlich los? Weil man vielleicht aber auch noch in der falschen Zeit aufgewachsen ist. Ich meine, man müsste mal jetzt 14-, 15-Jährige fragen, denen verkauft wird, dass sowas das Normalste der Welt sein soll. Und die mal in 5, 6 Jahren fragen, wie die reagieren würden. Und da würden die Antworten wahrscheinlich auch anders sein. Warum ich das frage, ist eigentlich ein tiefergehender Punkt, auf den ich kommen möchte, ist, und zwar, wie kommt es denn eigentlich, dass aus dem feministischen Lager, gerade in Bezug auf solche Situationen, die wir eben besprochen haben, kaum Einspruch wahrnehmbar ist? Ich meine, jahrzehntelang kämpften die Feministen gegen das Patriarchat und Schutzräume, und genau diese Schutzräume der Frau werden nun ja aufgebrochen. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe schon öfters drüber nachgedacht und ich muss sagen, ich habe keine Antwort darauf. Ich würde vermuten, das ist meine These, dass es was mit der weiblichen Schwäche zu tun hat, ein derartiges Mitgefühl oder Verständnis für andere Menschen entwickeln zu können, dass man sogar dazu bereit ist, sich selbst zu verleugnen. Das ist also eine sehr gute Antwort, ja. So könnte ich mir das erklären. Das ist ja eigentlich auch das, was klassische Feministinnen immer so anprangern. Ne? Die Frau ordnet sich unter, stellt ihre Bedürfnisse zurück, ist nur für die Kinder da. Und das kann man sicherlich auch übertragen auf andere gesellschaftliche Bereiche. Und ich glaube, wir Frauen tragen das schon in uns, dass wir schon ein übermäßiges Verständnis für andere Menschen entwickeln können. Viele haben eine soziale Ader. Nicht umsonst arbeiten ja Frauen verstärkt im sozialen Bereich. Das ist ja nicht, weil man sie da reinprügelt, sondern weil sie das interessiert und weil sie das machen wollen, weil sie fürsorglich sind, weil sie ihre Fürsorglichkeit ausleben wollen. Und damit geht sicherlich auch einher, ja, dann Verständnis in Bereichen aufzubringen, wo es eigentlich nicht angebracht wäre. Also wenn ich mich recht entsinne, gab es doch sogar mal den Fall vor ein paar Jahren, da wurde eine Linke, ich glaube sogar eine Flüchtlingshelferin von einem Flüchtling vergewaltigt. Jawohl, und selbst ich weiß, nach was dieser Vergewaltigung hat sie noch alles dafür getan, dass nicht bekannt wird, dass es ein Flüchtling war. Das muss man sich mal vorstellen. Also es geht noch weiter. Ich erinnere mich, das war ein Bericht aus dem Spiegel, den ich gelesen habe, und die war bei der Partei Die Linken und die hat bei der Polizei ausgesagt, dass es ein Deutscher war und erst im Nachhinein zugegeben, dass sie von einem Migranten, ich meine, vergewaltigt wurde. Aus, ich weiß nicht, Scham oder im Endeffekt wurden ja da ihre tiefsten Ängste, die sie dem politischen Gegner vorwurft, selbst bestätigt. Und damit kam sie nicht klar. Ja, das sind sehr gute Antworten, die sie da geben. Was ich mir auch glaube, ist, dass ein Mensch, nicht nur eine Frau, ein Mensch kann gekapert werden, indem ich ganz schnell sehr, sehr dreist vorgehe. Ja, also wenn ich sie quasi bei irgendwas erwische, sie sind gerade abgelenkt und ich bin super dreist im Vorgehen, dann kann es sein, sie können nicht schnell reagieren, sie sind total verwirrt. Ja. Das wird oftmals ausgenutzt und ich kann mir sowas metaphorisch auch vorstellen, dass die Schutzräume durch die Frauen, und ihnen wurde ja gleichzeitig verkauft, dass es hat alles mit Toleranz zu tun, und plötzlich werden im Sport jahrzehntelange Rekorde beim Sprinten oder in anderen Dingen von plötzlichen Transfrauen oder Männern, also Wesen, die sich plötzlich als Frauen identifizieren, gebrochen, die einfach länger springen, schneller rennen können und so weiter. Und das ist doch an sich eine Schweinerei, aber erst so ganz langsam wird reagiert. Ja, also das im Frauensport erstaunt mich auch. Also da wundere ich mich auch, dass es da nicht viel mehr Proteste gibt. Es gibt ja einzelne Sportlerinnen, die in Erscheinung treten, aber ich verstehe nicht, warum die sich nicht kollektiv organisieren und einfach alle streiken, bis kein biologischer Mann mehr bei ihren Wettkämpfen mitmachen darf. Also das verstehe ich dann auch nicht. Da könnte man jetzt auch sagen, nächste weibliche Schwäche, mangelnde Fähigkeit, sich in einer Gruppe zu organisieren, könnte auch hereinspielen. Ich glaube, da sind Männer geschickter, die sind eher, die haben sowas Rudelmäßiges an sich, denen fällt es vielleicht leichter, sowas auf die Beine zu stellen, behaupte ich jetzt. Interessant. Ja, und zu diesem Männer-Frauen-Aspekt fällt mir auch noch etwas ein, was Jordan B. Peterson mal in einem Video sagte, und da geht es auch um diese Geschichte mit der Fürsorglichkeit und der Bemutterung, und zwar dahingehend, dass es in der weiblichen DNA verankert ist,
für Familienmitglieder, natürlich vor allem für die eigenen Kinder, aber generell für die Sippe, für ihnen Anvertraute, eine fast schon irrationale Fürsorglichkeit zu entwickeln. Und die ist ganz wichtig, um alle zu versorgen, um zu gucken, dass alle genug Essen haben und um eben die Verbundenheit in der Familie herzustellen. Da ist es unerlässlich. Aber wenn man das auf andere gesellschaftliche Konstrukte, Gruppierungen oder Bereiche überträgt, dann wird es gefährlich, weil dann kann es eben dazu kommen, dass diese Irrationalität absolut nicht angebracht ist und dass man dann Verständnis und Entgegenkommen Menschen gegenüber an den Tag legt, die es nicht verdient haben oder eben in Bereichen, wo es auch nicht angebracht ist, zum Beispiel in der Politik. Da ist sicherlich ein fühlendes Herz nicht verkehrt, aber andererseits braucht man eben auch einen klaren Kopf und muss die Gesamtsituation betrachten. Und ja, also daran musste ich auch denken, das finde ich ist auch nicht zu verachten, dieser Gedanke. Mhm. Ja, ich meine, es wäre auch an der Politik, ihre Bürger, ihr eigenes Volk zu schützen und solche Gesetze erst gar nicht auf den Weg zu bringen, weil da kann es ja nur zu solchen, nennen wir es mal, Unfällen kommen. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Sie sind ja, wie eingangs erwähnt, Redakteurin und der Journalismus ist ja demnach auch Ihr Tagesgeschäft. Und nun hat sich ja ein Großteil Ihrer Kollegen, vor allem während der Corona-Zeit, das behaupte ich jetzt, alles andere als mit Ruhm bekleckert. Und in der Bevölkerung wird immer stärker wahrgenommen, dass Medien stark tendenziös sind und nicht etwa nur mehr berichten. Das ist ja eigentlich das, was ein Journalist tun sollte, möglichst neutral berichten, sondern die Informationen mit einem politischen Lehrauftrag vermitteln. Auch politisch ist es extrem einseitig. Laut Welt, wir blenden es gerade mal ein, wählen 92% der ARD-Volontäre Grün, Rot, Rot. Also entweder die Grünen, die Linke oder die SPD. Ist es überhaupt möglich, als Journalist neutral und ausgewogen zu berichten oder ist das eine nicht zu erreichende Idealvorstellung? Auch eine wichtige Frage. Wenn ich ehrlich bin, denke ich, dass es eine nicht zu erreichende Idealvorstellung ist, weil ein Mensch niemals vollkommen neutral und objektiv sein kann. Man kann sich natürlich bemühen, so objektiv, neutral und ausgewogen wie möglich zu berichten. Zunächst einmal ist es ja wichtig zu unterscheiden, um welche journalistische Gattung es geht. Also wenn ich eine News verfasse, dann muss ich mich natürlich um einen sachlichen Ton bemühen. Da darf ich nicht werten, da muss es nur um Fakten gehen, das ist keine Einordnung. Bei einem Meinungsstück kann ich natürlich polemisch sein, wie ich will, aber es muss dann natürlich auch gekennzeichnet sein, das ist jetzt die Meinung dieses einen Autors. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist im Journalismus Redlichkeit, Seriosität und ein ordentlicher Umgang mit Quellen entscheidend. Also ich muss gründlich recherchieren, ich muss gut mit Quellen umgehen, mich um Ausgewogenheit bemühen, wenn ich recherchiere. Und ich glaube, das ist der Schlüssel dazu, dass man einigermaßen objektiv berichten kann, so gut es eben geht. Und sicherlich machen wir alle Fehler und wenn man sich geirrt hat, dann muss man das auch deutlich machen, dann muss man Dinge richtig stellen und einen Disclaimer drunter setzen. Aber ich denke, das ist eigentlich eher das Entscheidende, wie gut recherchiere ich, wie gründlich recherchiere ich, weil das ist dann einfach auch die Basis für einen fundierteren Blick auf eine Angelegenheit. Also das ist das eine. Wie gesagt, ich denke, ein Mensch kann nie komplett objektiv sein. Man kann sich bemühen, soweit es geht, es eben zu sein. Und dann, finde ich, ist es natürlich auch ein Problem, was Sie ansprachen, die politische Einseitigkeit der jeweiligen Journalisten, zumindest im Mainstream. Bei den freien Medien ist es was anderes, aber wir haben ja eine andere Reichweite leider nach wie vor. Ja. Und im Mainstream hat man einfach eine totale Einseitigkeit. Und deswegen, wenn es da auch gegenteilige Meinungen gleichermaßen gäbe, wäre das nicht so tragisch, wenn die jeweils ein bisschen verbohrt sind, weil man hätte dann unterm Strich in der Gesamtheit ja doch als Leser einen abwechslungsreichen Eindruck und kann sich dann eben auch seine eigene Meinung bilden. Aber das ist ja leider nicht so. Und deswegen, also ich verstehe es vollkommen, wenn Leser sehr irritiert sind hinsichtlich der Medien oder wenn sie kein Vertrauen mehr in die Medien haben. Ich muss sagen, ich selbst vertraue auch kaum in Mainstream-Berichterstattung. Also ich bin da auch sehr skeptisch natürlich.
Und grundsätzlich muss ich aber sagen, ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass den Leuten deutlich geworden ist, dass man wirklich nicht alles für bare Münze nehmen sollte, dass man eigentlich nichts für bare Münze nehmen sollte, sondern dass man immer kritisch hinterfragen sollte, was man liest, ob das stimmt, zur Not selbst recherchieren sollte, sich auch breit informieren sollte einfach, auch einfach mal etwas lesen, was man eigentlich nicht lesen würde oder vielleicht auch mal Medien lesen, die man sonst nicht lesen würde, einfach um den eigenen Blick zu weiten. Und ich glaube, es ist eigentlich sehr gut, wenn die Leute misstrauischer werden. Gut gesagt, ja, ich finde das auch. Es ist eine Unart der Deutschen gewesen, sehr, sehr naiv mit Dingen umzugehen, mit Informationen, die von der Regierung kommen. Ob das damals unser aller Mutti Merkel war, die uns erzählt hat, alles wird gut, wir schaffen das. Und ich weiß viele, und ich würde die durchaus auch, ich weiß nicht jetzt, ob der Begriff intellektuell richtig, aber das sind intelligente Menschen gewesen, die, und da hatten wir 2015 lange Diskussionen und die mir mit voller Überzeugung gesagt haben, ich glaube, dass Angela Merkel holt uns die Hochschulprofessoren der Universität von Damaskus und wir brauchen diese Leute und die sind ganz wichtig. Die zahlen später mal unsere Steuern. Das klingt noch ganz fest. Die werden alle mal unsere Steuern zahlen, ja. Ja, und jetzt sieht die Situation ganz anders aus. Ja, also das Allerschlimmste im Journalismus ist, finde ich, wenn man absichtlich täuscht, wenn man eine Agenda hat und absichtlich Falschinformationen in die Welt setzt. Das ist das Schlimmste, das geht auch überhaupt nicht. Das kann man als Journalist einfach nicht machen. Das ist so, als wäre ich ein Chirurg und ich würde absichtlich das falsche Organ rausoperieren. Also das ist natürlich ein absolutes No-Go. Gut, kommen wir auf das Thema Migration, das Sie vorher schon angesprochen haben. Mitte August wurde in Berlin ein israelischer Tourist von drei Migranten zusammengeschlagen. Man kann nun zunehmend, und das möchte ich jetzt gar nicht auf die letzten Tage beziehen, sondern eigentlich auf die Monate davor, sonst würde das der Sache nicht gerecht werden. Man kann zunehmend beobachten, dass aufgrund der immer stärker anwachsenden anti-israelisch geprägten Community das Leben für Juden in Deutschland nicht einfacher wird. Vom Tragen einer Kippa im öffentlichen Raum wurde schon mehrfach in Berichten abgeraten. Da Sie auch schon für die Jüdische Rundschau geschrieben haben, folgende Frage. Das ist eine Frage, die ich mir seit vielen Jahren stelle und da kann mir keiner eine Antwort geben. Verwundert es Sie nicht, dass Deutschland stets von einer besonderen Verantwortung dem jüdischen Volk gegenüber spricht und gleichzeitig Millionen von Menschen ins Land holt, welche in ihrer kulturellen Grundhaltung antijüdische Einstellungen haben? Wie ist so etwas miteinander vereinbar? Und haben Sie den Eindruck, dass die jüdische Community ihrerseits besorgt ist, gerade im Hinblick auf die Asylkrise? Also, ich würde sagen, ein Grund für diese schizophrene ja, Politik Deutschlands in Bezug auf jüdisches Leben in Deutschland hat etwas damit zu tun, dass wir unsere Erinnerungskultur gewissermaßen fetischisiert haben, so würde ich es bezeichnen. Also, dass wir uns jetzt was drauf einbilden als Deutsche, dass wir ja so toll den Holocaust aufgearbeitet haben, so eine hervorragende Erinnerungskultur haben und dass wir deshalb ja auch gar kein Problem mehr mit Antisemitismus haben und dass wir deshalb eigentlich auch um, sage ich mal, die tatsächlichen Probleme, die es mit Antisemitismus gibt, eben nicht kümmern müssen. Und ich glaube, diese ganze Gedenkkultur, so wichtig sie natürlich auch ist, aber wenn sie eben in so etwas Eitles abrutscht, dass man als Nation fast schon stolz drauf ist, dann ist es einfach in eine völlig verkehrte Richtung gelaufen und vernebelt natürlich auch den Blick. Also ich muss da wirklich immer an die Worte von Karl Lagerfeld denken, man kann nicht Millionen Juden ermorden und dann ihre schlimmsten Feinde ins Land holen. Also wenn es mir wirklich darum ginge, ein Land zu sein, das in der heutigen Zeit Juden ein sicheres Zuhause bieten kann, dann kann ich das nicht machen. Dann muss ich das auch mit in meine Überlegungen einziehen. Und so wie es vielleicht tut, weil man ja niemanden beleidigen möchte, muss man dann aber auch der Realität ins Auge sehen, dass muslimische Gesellschaften größtenteils wahnsinnig antisemitisch sind. Das ist einfach so. Und
Wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, sondern in der wirklichen Welt. Und da muss ich eben dann auch Konsequenzen ziehen und mit diesen Dingen umgehen. Und es war ja Scheitern mit Ansage. Es ist logisch, wenn ich viele Leute ins Land hole, die antisemitisch sind, dass die dann natürlich eine Gefahr für Juden werden. Das ist eins und eins zusammenzählen. Und ich finde das so furchtbar, wie das von der Politik kleingeredet wird und wie man versucht, sich da irgendwie rauszuwinden und wie da der Groschen auch einfach nicht fällt. Und was das Sicherheitsempfinden von Juden anbelangt, also ich selbst bin nicht jüdisch, aber ich kenne natürlich einige jüdische Autoren über die Achse des Guten oder die jüdische Rundschau. Und was ich damit kriege, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass sich deren Sicherheitsempfinden sehr verschlechtert hat. Dass Deutschland auch nicht mehr ja, als so ein attraktives Land zum Leben angesehen wird, kommt natürlich auch auf die jeweilige Lebenssituation an, ob die Leute hier nach Deutschland eingewandert sind oder ob sie hier geboren wurden. Und also da merke ich auf jeden Fall, dass es eine Verschlechterung gibt. Und wie das jetzt bei Juden ist, die eine andere politische Einstellung haben, die vielleicht eher links sind, das kann ich nicht sagen, aber bei denen, die, sag ich mal, eher konservativ eingestellt sind, sehe ich diese Tendenz auf jeden Fall. Ich meine, das ist etwas, dass ich hier, die Community in Stuttgart ist kleiner, die ist recht stark russisch-jüdisch geprägt. Aber wir haben auch ein paar, die aus dem persischen Raum kommen, mit denen bin ich auch sehr gut befreundet. Und also das ist gar keine Frage. Also daran zu denken, bei uns ist die Königsstraße, so die große Straße, mit einer Kippa zu laufen. Und solche Zustände, ich meine, ja, das steht ein Fragezeichen. Und auch Sie sagen ja selber, das beantwortet auch keiner dieser Politiker. Wie kann man das eine bewusst auch noch zulassen, während man sich hinstellt, und ich möchte da fast schon provokant sagen, so tut, als wäre es Staatsräson, es wäre das Allerwichtigste, jüdisches Leben zu schützen. Das eine ist wie Öl und Wasser, es verbindet sich einfach nicht. Kommen wir mal zu ganz aktuellen Themen. Und zwar, gestern Abend gab es in Berlin-Neukölln während einer Pro-Palästina-Demo gab es nicht unwesentliche Ausschreitungen. Ich sollte das wahrscheinlich anders darstellen. Es kam zu Gewaltszenen und da gibt es auch die Videos. Da wurde es auf beiden Seiten, sei es auf Seiten der Polizei und Seiten der Demonstrierenden, sehr gewalttätig und sehr hitzig. Ähnliches hat man in den letzten Tagen auch schon in vielen anderen europäischen Ländern gesehen. Es gab auch in Belgien bereits einen Anschlag mit mehreren Toten. Was glauben Sie, was da auf uns zukommt und wie werden die Medien und die Politik darauf reagieren? Wird ein Umdenken stattfinden oder wird gerade mit Blick auf die EU-Außengrenzen und die innere Sicherheit weiterhin so getan, als wäre alles unter Kontrolle? Schwierig. Also ich würde sagen, die Entscheidungsträger werden sich bemühen, weiterhin so gut es geht, so zu tun, als sei alles unter Kontrolle. Ich glaube, wenn es nach denen ginge, würden sie gar nichts tun und dann würde sich das alles irgendwie auf magische Weise ausmändeln, ohne dass sie irgendwelche Konsequenzen ziehen müssen. Ich halte das allerdings nicht für realistisch, denn wie Sie gerade sagten, es handelt sich gewissermaßen um Öl und Wasser, weil ich einfach glaube, dass die Migration aus muslimisch geprägten Ländern gewissermaßen ja eine Migration aus vormodernen Gesellschaften ist. Und das verträgt sich einfach nicht in der Masse, ich spreche jetzt nicht von einzelnen Personen, aber es verträgt sich einfach nicht in der Masse mit modernen europäischen Gesellschaften. Nur andererseits ist das Kind ja mittlerweile in den Brunnen gefallen. Also selbst wenn man wollte, wie will man diese ja, Millionen Menschen, die nach Europa gekommen sind in den vergangenen Jahren, wie selbst wenn man wollte, wie will man sie wieder zurückschicken? Also ich bin da ein bisschen ratlos, weil ich habe das Gefühl, dass das unwiederbringliche Änderungen sind, die europäischen Gesellschaften zugefügt wurden und ich habe keine Antwort, wie man das lösen kann oder wie man damit jetzt am besten umgeht. Ich habe eher die Befürchtung, dass es sich nachhaltig schlecht auf unsere Gesellschaften auswirken wird.
Ja, das habe ich auch. Und die Gedanken teile ich da auch mit Ihnen. Es gibt gewisse Situationen, also es gäbe immer Möglichkeiten, nur ob diese Möglichkeiten im Rahmen dessen, was wir als zivilisierte Gesellschaft verstehen heutzutage, umsetzbar wären, wahrscheinlich nicht, weil das wären sehr drastische Dinge, die man dann umsetzen müssten, um Leute aus seinem Land rauszubekommen. Das sind ja nicht nur ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend, sondern ein paar Millionen. Und das wird schwierig. Ja, und insofern müsste man sich damit abfinden zum einen, aber nicht mit der Situation abfinden, sondern eben klare Regelwerke und eine Durchsetzungsfähigkeit zeigen. Und ich denke, an der mangelt es ja. Ich meine, wir haben eine Durchsetzungsfähigkeit, wenn Leute ihre Steuern nicht zahlen, dann hat man ganz schnell große Probleme. Aber wenn Leute diverse Verbrechen begehen, und wir sehen ja immer wieder, da ist irgendein Täter, der dann in der Zeitung landet, weil er schon 25 Mal vorbestraft war, da fragt man sich, was ist die anderen 24 Male davor passiert? Ja, Ja, liebe Frau. ich glaube aber eigentlich beruht auch diese ganze Migrationssituation auf linken Wunschvorstellungen, die nicht der Realität entsprechen. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn ich erwachsene Leute ins Land hole, die über 20 sind, sage ich jetzt mal, die sind doch abgeschlossen in ihrer grundsätzlichen Entwicklung. Natürlich kann man sich immer weiterentwickeln, wenn man will, aber man ist doch kulturell stark geprägt von der Gesellschaft, aus der man stammt. Das kann man, ich finde, das kann man auch ein Stück weit gar nicht erwarten, dass diese Leute aus ganz anderen Gesellschaften hierher kommen und schnips, ein Integrationskurs und sie sind völlig anders. Das ist ja total unrealistisch und das hätte man auch vorher wissen können. Das würde doch umgekehrt auch nicht funktionieren. Und Klar. es ist eigentlich völliger Wahnwitz, der da stattgefunden hat. Das ist wie ein riesiges, es ist wie ein riesiger Menschenversuch, finde ich. Der mit Ansage daneben gegangen ist, weil es gab ja da auch, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, aus dem politischen rechten Lager ganz klare Warnungen seit vielen Jahren. Und nicht nur das, wir reden auch von einem Boris Palmer von den Grünen, das ist sicher kein Rechter. Wir reden von einem Thilo Sarrazin von der SPD und vielen anderen, die da gewarnt haben. Also aus allen politischen Lagern gab es vernünftige Menschen, die denunziert wurden und runtergemacht wurden, weil sie das ausgesprochen haben, was für heute jetzt alle komplett ersichtlich ist. Ja, liebe Frau Stockmann, ich fand es sehr interessant, fand es teilweise auch lustig, was wir da alles für ein buntes Sammelsurium an Fragen wir da durchgegangen sind. Das hat mir Spaß gemacht und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ja, danke. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns mal wieder unterhalten haben. Danke für die Einladung. Danke sehr.